Nach der Flut ist vor der Abschleppfahrt in die Werkstatt. Am Samstag, 22. Januar und Montag, 24. Januar 2022 wurden jeweils zwei Triebwageneinheiten der Baureihe 620 von Gerolstein über die Eifelquerbahn via Daun und Kaisersech bis nach Andernach überführt. Also Hintergrund der ganzen Sache ist einfach, dass diese beiden Triebwagen ja in der Hochwasserkatastrophe schwer beschädigt sind. Also die sind nicht dafür ausgelegt, dass sie, ich sag mal, oberschenkelhoch im Wasser stehen. Und die Bremsanlage ist von den Fahrzeugen beschädigt und kaputt. Deswegen werden sie ungebremst überführt. Und wir haben als Unternehmen einfach die Kuppel- und Bremswagentechnologie, um solche Transporte sicher durchzuführen. Und dafür sind wir heute da. Die Züge waren beim Juli-Hochwasser im vergangenen Jahr in den Bahnhöfen Gerolstein und Densborn von den Fluten überrascht worden. Gleich nach der Abfahrt, kurz nach 9 Uhr in Gerolstein, wartete die erste Bewährungsprobe auf die Traktion und vor allem auf die alte Eisenbahnbrücke bei Pelm. Dort überquert die Gleisstrecke der Eifelquerbahn die Bundesstraße 410. Nach Auskunft des Vereins Eifelquerbahn hat die Deutsche Bahn AG die Brücke bei Pelm unlängst nochmals überprüft. Entlang der gesamten Evakuierungsstrecke musste auch die Vegetation der stillgelegten Strecke zurückgeschnitten werden. Ein Aufwand, den die Bahn mit rund 400.000 Euro Kosten beziffert. Sind in Gerolstein mehr oder weniger planmäßig weggekommen, sind jetzt in Daun. Wie lange ist die Fahrt halt insgesamt? Also wir rechnen mit 6 bis 7 Stunden. Kommt immer darauf an, wie die Schienenverhältnisse sind und wie viel Kraft wir von unseren Lokomotiven auf die Schiene bringen. 6 bis 7 Stunden. Und Sie haben hier eben in Daun, so konnte man verfolgen, Sandsäcke aufgeladen. Wozu brauchen Sie die? Also um den Reibwert zwischen Rad und Schiene zu optimieren, gerade bei schlechten Schienenverhältnissen. Und die haben wir hier einmal, weil die Strecke seit vielen Jahren nicht befahren wurde, sind also die Schienenköpfe nicht blank und die Witterung ist halt feucht. Und da ist Stahl auf Stahl nicht so gut und mit ein bisschen Quarzsand, den die Lokomotive vor die Schiene streut, können sie den Reibwert erhöhen. Und jetzt brauchen wir davon sehr, sehr viel, um diese schwere Last zu befördern. Und dieser Zug hat bitte welche Länge? Wir sind jetzt ca. 350 Meter lang und fragen Sie vermutlich gleich, wie schwer sind wir, denn wir wiegen 750 Tonnen. Und es wäre bergab und in der Ebene alles gar kein Problem, aber bergauf 750 Tonnen zu bewegen, ja, da müssen unsere zwei Lokomotiven heute mal richtig buckeln. Sie haben eine Zuglokomotive und eine Schiebelokomotive. Mit wie viel PS zusammen sind wir da unterwegs? Mit 2500.